Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lies of P. Und wir bekommen jetzt wieder eifrig auf die Nase gekloppt, weil wir natürlich immer noch da sind, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei diesem vermaledeiten Endboss. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich nicht geübt und gar nichts gemacht, sodass ich jetzt eher wieder ein bisschen raus bin. Aber das, die allerbeste Nachricht des Tages ist, ich erinnere mich noch an den Weg. Ich weiß noch genau, wo ich langlaufen muss. Nämlich hier. Jetzt bewirft er mich wieder, diese Sau. Von wegen. So einfach lasse ich mich nicht platt machen. Ich muss mir aber irgendwie nochmal was anderes überlegen, tatsächlich. Vielleicht kaufe ich mir welche von diesen Granaten. Ich bin ja so dumm. Habt ihr das gerade gesehen, was ich gemacht habe? Ich wollte A drücken und ich habe X gedrückt und jetzt habe ich eine Fiole weniger. Das ist ja das Dümmste. Jetzt habe ich... Oh Gott. Okay, scheiß drauf. Der erste Kampf ist eh zum Warm werden. Den machen wir ohne Fiole. Ich brauche keine Fiolen. Ich mache das einfach ohne. Mir nur egal. Oh, da renne ich ihn gegen den Fuß, ne? Gegen den Fuß gerannt. Oh Gott, ich habe leichtes PTSD mit diesem Typen hier. Okay, das ist gleich wieder vorbei, aber ist nicht schlimm. Ah, da kommt der Kiki-Fuß. Ja, okay, das war jetzt nur zum Warmwerden, ne? Mit dem Knie hat er mir eingegeben. Egal, das war nochmal wieder so zum Reinkommen. Zählt alles nicht. Mir egal. Ich habe gerade zum ersten Mal den Ladebildschirm realisiert, tatsächlich. Das ist ja eine Pinocchio-Nase, dieser rote Strich. Das ist ja super. So, ab jetzt geht's richtig los. Das war jetzt auch weggeworfen, ne? Wegen Fiole verschwendet. So. Autsch. Ja. Die Fiole übrigens erfunden 1823 von Fiola Tensil, die dann vergessen hat, das zum Patent anzumelden. Deswegen hat sie leider nicht die Reichtümer erhalten, die ihr eigentlich zugestanden wären. Und ja. Wo bin ich? Das war gemein, ich habe mich nämlich nicht gesehen. Bleib stehen, nicht so weit weg. Oh Gott. Okay, das war unnötig. Au, dumm. Oh, jetzt macht er wieder seine unangenehme Pups-Attacke. Ey, no, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Ah.
das ist sehr gemein. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich möchte weg. Weg, 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 weg. Oh, hör auf, das ist ja so mies. Warum, warum, warum? Warum? Ich habe schon wieder PTSD getriggert in meinem Gehirn. So. Wir bleiben aber ruhig. Wir müssen die Kraft des Verstandes muss obsiegen über die Panik, die uns ergreift. Mit kalten Händen krapscht sie nach uns, drückt uns die Luft der Hoffnung aus dem Leib. Dagegen müssen wir angehen. Mit Mentalkraft. Müssen wir die Panik besiegen und dann eiskalt zuschlagen gegen diese Maschine, die keine Furcht kennt. Oh. Ja, okay, das war ein bisschen zu geierhaftig. Okay, das war alles nix. Okay, oh, das ist der Maschinenkern, habt ihr gerade gesehen? In seinem Popo. In seiner Popo-Schale war gerade so ein richtig heißer Lavakern. Habt ihr das gesehen? Wattwürmsche, herzliche Dank. So, wir gehen wieder zurück. Ich könnte ja auch einfach mal was anderes versuchen, ne? Es gibt, wie gesagt, es gibt diese Granaten, die man nach ihm schleudern kann. Ich habe immer noch meinen Fulminis, meine komische Hand. Diesen Arm da, den ich nutzen könnte, um ihn ein bisschen zu buffen. Anti-Buff. Und dann könnte ich, ja, weiß ich auch nicht. Was könnte ich noch? Irgendwas kaufen vielleicht. Gucken, was es noch so gibt im Laden der Köstlichkeiten hier. Ja, okay. Unnötig. Why? Warte doch! Oh nein, kommt schon die Pups-Attacke. So früh. Bereits. Warte, was war das denn? Nee, warte, warte, warte. Ey. Ich lebe. Warum?
aber noch lebe ich. Kannst mir gar nichts. Tot. Zwei schnell mal hintereinander einen Ausweichsprung machen. Echt? Upp, upp. So oder was? Nee. Brauche ich nicht. Brauche keine neuen Skills erlernen. Brauche ich alles nicht. Wir kriegen ihn schon noch. Keine Sorge. Tschüss. Unglaublich. Was meint ihr? Wie viele Folgen brauchen wir? Wie oft müssen wir anrennen gegen dieses Maschinenwesen? 100-mal, 1000-mal, egal, irgendwann. Irgendwann liegt er. Oh Gott, der ist aber schnell weg, ne? Oh Mann, da war ich zu gierig, geierig. Ach, dumm. Mann! Oh, der soll nicht alle kaputt machen, die brauche ich noch. Was, ist das schon jetzt? Nein. Der macht jetzt aber noch nicht diese Pupsgeschichte, oder? Original, er macht original die Pupsgeschichte schon. Warum denn so früh? Ey, das ist ja das Mieseste, wie der einfach nur noch rot wird. Alter! Das ist einfach nur mies und ungerecht! Okay, der ist einfach nur noch rot, alles klar. Nein, 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 ey. Oh Mann, da war ich zu. Da wollte ich unbedingt den aufgeladenen Schlag anbringen. Egal. Freunde, ihr kennt das Prozedere, ihr wart alle dabei. Der Goldene Reiter bei Elden Ring. Der Blue Smelter Demon bei Dark Souls 2. Davor mit Simon Genichiro oder der weisen Knabe von Kos. Ihr wisst es. Hier gibt es Leid, hier gibt es Elend, hier gibt es repetitives Sterben. Aber hier gibt es eines nicht. Aufgeben. Okay? Weg. Okay, das war
War dumm. Oh Gott, er ist aber auch wirklich eine lahme Kröte, mein Johnny hier. Und Feuerhagel, mir doch egal. Bleib stehen. Kommt jetzt schon ein Pupsum? Oh ja, nein. Die Pupsum kommt schon. Warum so früh im Spiel? Oh, jetzt machst du da denn? Oh Gott, scheiße, voll verschenkt. Und wieder verschenkt. Das war's dann wohl. Ja, jetzt greift er sich in die Latzhose, dabei habe ich gar keinen Trank mehr. Prost. Wenn es 20 oder 30 Folgen dauert, wir legen den jetzt. Aufgeben, ich nagel dich an den Mast, dass du nichts Dummes tust. Aufgeben, das kommt in meinem Wortschatz nicht vor. Ja, Hakula, genau das ist die Einstellung. Genau das ist die Einstellung, Freunde. Wir lassen uns windelweich schlagen, aber unser Gesicht ist härter als die Faust des Feindes. Irgendwann bricht er sich selbige. Und dann muss er aufgeben. Und dann mag unser Gesicht geschwollen und blau sein, aber es ist nie zu geschwollen und am Ende nicht noch ein Lächeln aus den gewulsten Lippen herauszupressen. Weil das Gute ist, wir müssen ja nur einmal gewinnen, ne? Er muss ja immer gewinnen. Ey, wieso? Alter, das ist so ein Quatsch mit Soße! Dass der gerade getroffen hat, das ist... Ah, oh Mann, das... Ja, das... Ich bin cool mit Schwierigkeit und alles, aber das hasse ich. Das hasse ich auch bei Elden Ring oder so. Das ist einfach albern, weil das ist gegen die natürliche Ordnung. Das ist gegen Physik. Gegen alles, was man gelernt hat in der Schule und im Leben. Wenn ich quasi in der Geschwindigkeit laufe und er versucht mich mit dem Hammer, ja, das war dumm, er versucht mich mit dem Hammer zu verfolgen und kann dann quasi während der Schwung ausgeführt wird, noch seinen Schlag korrigieren. Das ist albern. Das ist albern. Das hasse ich. Das ist eine künstlicher Schwierigkeitsgrad, den hat ein gutes Spiel gar nicht nötig. Jetzt kommt schon wieder seine Kackattacke, 100 Pro. Ernsthaft? Nein!
Egal. Die zweite Phase ist schon echt ein bisschen nervig, tatsächlich. Aber das kriegen wir hin. Man muss einfach nur Geduld haben. Vielleicht muss ich mir mehr Geduld aneignen. So, nächste Runde. Let's go. Rolle. Und wieder rein. Ach Gott. Komm jetzt. Ja, im Idealfall machst du nicht alles kaputt hier. Früh geblockt. Das war wieder so selbstverschuldet und dumm. Der rote Kreis da. Warum macht der schon seine Pupsattacke? Nein, das ist doch voll gemein. Wieso denn jetzt schon? Ah, ah, ah. Gefährlich. Das war ja gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Eliminated. Das, wieso habe ich überhaupt so viel Zeit mit dem verschwendet? Gut, haben wir dich endlich. Oh. Man weiß es ja nie, ne? Wann es passiert. Das ist das Tolle, man weiß nie, wann es passiert. Eieiei. Da hatte ich jetzt aber auch gar kein Interesse dran, das noch in irgendeiner Form zu verkacken. Oh, holla, ey. Huhu. Okay, wie viele Öcken haben wir? 7409 Öcken. Gehen wir mal aufleveln, oder? Ins Hotel Kratt.
Pulszellen ihr das Leben erleichtert, wollte nicht spoilen. Ja, mir egal, ich brauche keine Erleichterung. Ich brauche einfach nur Zeit und Beharrlichkeit. So, wo ist da oben ist meine Holde Maid. Gib mir mal ein bisschen Level. Was habe ich denn eigentlich? Was haben wir denn gekriegt? Also wir haben bestimmt so eine Bossseele, ne? Hier, ja, 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 ja. Ja, Flamme des Königs, genau. Was haben wir hier? Ein leuchtender Ergo-Brocken für 2000 Ergos. Ja. Quarz. Können wir jetzt in den Quarzstuhl? Ja, eigentlich schon, oder? Oh, was ist das? Oh. Schade, der kann nicht so oft benutzt werden. So, hi. Dankeschön. Oh, ich glaube, sie hat eine neue Redeoption. Das müssen wir auch gleich mal ausnutzen. Erstmal machen wir einen auf Entschlossenheit. Dann machen wir einen auf Stärke für die Ausdauer. Und Vitalität geht nicht. Schade. Jetzt brauchen wir noch... Ja, mit dem Stein könnten wir das machen, aber wir reden mal mit dir. Sophias Kräfte. They call me a listener because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please. Save Krat. Ja, dann mach ich das doch. Ich habe gerade mal ein bisschen lauter gemacht während der Dialoge. Ich weiß gar nicht. Müsst ihr mal sagen, wie das so vom Sound ist. Ja, ich glaube, der Rest ist nicht neu. Sag mal, können wir nicht jetzt da oben bei Geppetto diese komischen Quarzsteine nutzen? Ja, später gibt's Pro Clubs Hockey, genau. Bundesliga war schon, natürlich. Bundesliga gibt es gerade auf dem YouTube-Channel schon. Bei Rocket Beans, nicht bei mir. So, kann ich nicht hier irgendwas machen hier? Warte mal. Das haben wir ja gemacht, ne? Wir haben noch 2 Quarz. Wie war das jetzt nochmal? Phase 2, also wenn, warte mal, ich muss jetzt hier wahrscheinlich Phase 1 und das aktiviert sich erst, wenn ich hier welche von nehme, sehe ich das richtig? Ah, okay, das ist das Kettenausweichen. Das ist das, was ihr im Chat gerade irgendwie besprochen hattet. Hier könnte ich diese Fable-Slots erhöhen. Ah, okay, und das ist das. Ja, was machen wir? Machen wir das Ausweichen, wa? Weil das können wir ja nicht nochmal erhöhen hier, ne? Da haben wir ja leider schon quasi alles gemacht. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel das machen können. Das Kettenausweichen finde ich nicht so gut, sagt Babaham. Ein weiteres Ausweichen während einer Ausweichbewegung. Klingt doch aber eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich habe Zeitfenster genommen. Ja, finde ich auch nicht. Zeitfenster finde ich auch ganz geil. Das kann auf jeden Fall ein Gamechanger sein, tatsächlich. Aber mehr Mobilität. Ich habe den zusätzlichen Fable-Slot genommen. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Das Kettenausweichen ist auf jeden Fall... So, warte. Schaden bei Ausweichen. Äh.
Warte mal ganz kurz. Wie war das jetzt nochmal? Also Angriffstyp, Ketten ausweichen. Wo ist denn das Ketten ausweichen? Jetzt habe ich das genommen, jetzt kann ich mir hier zwei Sachen aussuchen, die ich da noch mit reinnehme. Zwei Eigenschaften sozusagen. Okay, Ladungsüberwältigung. Werte den Angriff von tödlichen Angriffen. Das ist ja quasi das in dem, wenn der Gegner weiß ist, ne? Das ist ja, glaube ich, ziemlich cool. Das sind diese blauen Dinger da. Und das ist die Überwältigungsdauer eines Feindes. Und ich kann, glaube ich, immer nur eins nehmen, ne? Aus den jeweiligen Bereichen. Das haben wir schon gemacht. Das ist auch nicht schlecht, aber das bezieht sich ja dann nur auf die Situation, dass ich alle Pulszellen bereits benutzt habe und ich gerade dabei bin, mir wieder eine aufzufüllen. Kann auch ein Gamechanger sein. Schaden bei Entladung verringern. Schaden bei Ausweichen verringern. Vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich bin ja eher so ein Blocker-Typ, ne? Also, Legionen wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Fable-Slot ist top. Was? Fable-Slot ist top. Ihr sagt alle, Fable-Slot ist top. Der hier, oder was? Meint ihr den? Fable-Künste-Angriff verbessern. Das hier? Ist das, meintet ihr das mit... Der Zeitraum ist natürlich gut für ein Heavy-Build, das stimmt. Weil ich meinen schweren Angriff so lange aufladen muss. Da ist natürlich tatsächlich den... Der Dings... Oder was meintet ihr gerade? Mit Fables... Oh, na. Warte mal. Das hier, ja? Ja? Das hier, ne? Sind das ansonsten die gleichen Sachen, ja, ne? Ja. Dann muss es. Ergibt ja nur Sinn, wenn ich dann gleichzeitig die Fable-Künste auch aufwerte. Ausdauerverbrauch für Ladungsattacke ist auch nicht schlecht, ja. Ja, das macht nur Sinn, wenn ich dann auch wirklich das hier dazu nehme und die Fable-Künste auch verbessere. Pass auf, dann machen wir das mal. Den muss ich mir nur einfach angewöhnen, die auch zu nutzen. Dann machen wir das. Und als zweites machen wir dann. Das hier. Fable-Ladung für perfekten Block aufwerten. Das muss ja dann in der Kombination. Dann muss es ein Fable-Dings sein. So, jetzt haben wir keinen Quarz mehr, leider. Aber wir machen natürlich als nächstes Pulszellen erhöhen 2, ist ja klar. Aufsteiger ausweichen. Okay, das ist auch geil. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Da gibt es schon einige coole Sachen, glaube ich. So, dann wieder zurück. Kann ich hier runterjumpen? Ja. So, wir haben 1991 Mark. Wir könnten jetzt noch diesen 2000 Euro Slot essen. Dann hätten wir 4000, dann würden wir aber auch wieder mit über 1000 durch die Gegend latschen. Was ist das denn? Ist der neu? If it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. Hi. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Bitteschön. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni. Venigni. Gentlemen, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same.
Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Okay, spezieller Schleifstein. Du kannst bei Venigni oder an einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einen Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden, endet sie allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Ah, okay. Das ist, glaube ich, ganz geil. Aber noch irgendwas? My eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again. And in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are Legion. No. Too much? It was too much. Ja, noch irgendwas Neues? I always welcome friends. Ah, okay. Ja, dann lassen wir erstmal zu Ende erzählen. Of course you're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. Venigni. Oh, geil. Neue Geste. Prallen. I always welcome friends. So, was hast du noch zu sagen? Der Puppenwahn? No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Was gibt's denn? Ah, nee, warte mal. Das ist. Da, okay. So, Schleifer, was haben wir hier? Den Flammenschleifstein. So, den habe ich jetzt. Okay. Ja, da ist er drauf. Okay, das ist doch cool. So, das hier ist das Modell, was er selber gebaut hat. Das ist einfach nice. Das ist die Fabrik, die wir nähen. Die Fabrik, in der wir gerade gewütet und aufgeräumt haben. Hammer gut. Und strategisch sehr wertvoll. Er sagte ja auch gerade, das ist so eine geile Maschine, wir haben dafür gesorgt, dass eben keine neuen Puppen mehr hergestellt werden können. Das bedeutet, dass die nicht jetzt endlos nachproduzieren, sondern jede Puppe, die wir platt machen, ist eine Puppe, die es weniger gibt. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Sehr schön. Und was ist das hier? Legionswaffe wechseln, Legionswaffe herstellen. Ja, das ist das, okay. Full Minis.
Ah, okay, verstehe. Und das kann ich... Die hat ja gar nichts drauf. Das ist, da müssen wir den Sekiro-Aspekt verfolgen. Das heißt, ich kann mich auch an ihn ranziehen, oder was? Finde ich eigentlich auch ganz geil. Das gibt einem so eine Beweglichkeit. Aber das ist vielleicht so gegen Bosse besser, ne? Was gibt's denn hier noch so? Flammenberge. Pandemonium. Aegis. Oh. Ah, okay. Das ist ein verbesserter Parry oder verbesserter Block. Oh, das ist ja geil. Aber das kann ich mir nicht leisten, ne? Wann bekomme ich das denn wohl? Muss ich da das nötige... den nötigen Aufsatz erstmal finden wahrscheinlich, ne? Kann ich mir nicht einfach so gönnen, leider. Schild und Schnur auf Max ist Pflicht. Jinrock, moin, hi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Abonnement. Tikai, Ansuhil, Freunde. Malbi, Wattwürmchen, da waren wir schon, ne? Was haben wir noch? Falkenauge wird mir hier empfohlen. Aber ich glaube, ich muss doch erstmal die passenden Aufsätze dafür finden. Ha? Huh? Das heißt, wenn ich jetzt... Das ist ja jeweils immer was anderes, ha? Huh? 100% Parry kriegst du in Kapitel 4 ein Item. Musst erst herstellen. Ja, aber wo kann ich das herstellen? Kann ich das jetzt schon machen? Ich bin Fan von dem Schild. Aber ich weiß nicht, im anderen Menü. Ach so, hier. Ah! Da brauche ich den Legionsstecker für, oder wie, oder was? Den habe ich ja nicht. Guck. Da brauche ich einen Legionsstecker für. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist halt die Frage, ob ich dann mir diese Materialien aufspare, um dann das Upgrade machen zu können. Oder brauche ich da... Okay, ich habe keinen Legionsstecker. Das heißt, leistungsstarker Flammenverstärker. Das dürfte ich jetzt sogar schon herstellen. Schau mal. Ah, da muss ich dann immer jeweils das passende Teil haben. Aber dann ist ja egal, da muss ich mir auch nichts aufsparen. Da kann ich das ja, sobald ich es habe, herstellen. Hallo Offshore. So, dann machen wir natürlich jetzt erstmal die Flammenberge, weil, hey, was soll's. Und jetzt könnten wir rein theoretisch hier die Flammenwelle auch nochmal verstärken. Das ist dann... Warte mal, modifizieren, genau, okay, so. Damit können wir uns bewegen. Da könnte ich jetzt die Feuerwelle und das ist dann alles dieselbe Währung. Ist die Frage, was man nehmen will, ne? Was kann das noch ausweichen? Ermöglicht das Ausweichen nach einem Treffer. Okay. Kettenangriff. Oh, wenn du einen Feind heranziehst oder verdrahtest und er die Legionswaffentaste gedrückt hat, wird ein Kettenangriff ausgelöst. Oh, das klingt ja auch geil. Das ist vermutlich gegen Bosse auch ganz interessant. Also. Richtung Kettenangriff wäre doch gar nicht schlecht. Wir machen das jetzt mal. Wir machen mal das. Das können wir uns jetzt hier nicht mehr leisten. Und dann muss ich ja auch noch... So. Jetzt einmal... Ich meine, die haben wir noch gar nicht ausprobiert, aber jetzt machen wir mal die Puppenschnur. So. Gut. Dann, let's go. Wir können noch einmal nachschauen. Jetzt haben wir 2000 Mark. Ich will ja so umgehen mit so viel Geld rumlaufen. Wir können noch einen... Pass auf. Was soll der Geiz? Ich esse jetzt noch diesen einen Stein hier, den 2000 Euro Brocken. Und dann mache jetzt noch einen Stufenaufstieg. Dann haben wir zwar 1000, aber es ist besser als fast 2000. So, und diesmal gehen wir nochmal auf Vitalität. So. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen was dabei, aber es ist, wie es ist. Gut, und dann reisen wir wieder zurück.
Und das müsste ja dann hier sein, ne? Zentrum der Vinini. Beim Schild gibt es einen Fehler. Jedenfalls, wenn man R2 gedrückt hält und die ganze Zeit Blocken spammt, wird es immer ein Perfect Parry. Ah, okay, das ist natürlich ein bisschen lame. Aber, hey, warum nicht? So, hier war der Kampf. Wir wissen alle, nach dem Boss ist vor dem Boss. Mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Da komme ich nicht hin. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? So, dann hier direkt runter. So, hier wird es auch schon wieder irgendwelche Feindseligkeiten gleich geben. Guck mal, da ist, was ist das? Ist das eine Bombe? Okay, das ist doch jetzt wieder eine seltsame Situation. Die explodiert 100 Pro. So, du bist... Was ist mit dir? Was ist, ein Kind? Irgendwas ist hier strange. Okay, irgendwas passiert jetzt. Feuerkanister? Was? Also das muss explodieren. Die Frage ist, ist das eher für so einen Kampf oder kann ich damit irgendeine Öffnung auftun? Also wenn das hier einmalig explodiert und irgendwie irgendwas, irgendein Gang wird freigelegt oder so. Deswegen habe ich den Feuerkanister bekommen, um den da jetzt raufzuschmeißen. Aber ich habe nur einen Feuerkanister, nehme ich mal an. Und dann ist der ja weg, oder? Thermit? Nee, warte mal, da. Wurfobjekt. Es ist aber eigentlich nur einmalig, ne? Ja. Wir werden schon sehen, ob wir das nochmal machen müssen. Ey. Ja, das ist schon lustig. Die macht Spaß. Ah, oh, das nimmt einem echt viel Arbeit ab. Doch, das gefällt mir, das Seil. Das ist schön. Nimmt uns Arbeit ab. Wie lädt sich das eigentlich wieder auf? Mit der Zeit oder durch gewonnene Schlachten? Ist die beweglich? Nö. Okay. Oh ja, hi. Minenarbeiterpuppen. So, warte mal, hier gibt es auch viel mehr von diesen Dingern. Da muss ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen aufpassen. Was passiert, wenn ich den hier so quasi durchziehe? Oh, so viel Schaden hat er gar nicht gemacht. Ja, okay, war doch nur so ein kleines Standardfass. Dann mal tiefer rein in den Stollen, in den ollen Stollen wollen. Rollen. Tollen. Okay, tatsächlich sind wir so durch so ein Bergwerk. Da geht's runter. Kann ich den auch hochziehen, hier durchs Fass schleifen? Ah, kein Saft mehr. Tschüss. So, wir sind wieder mit dem Post-Boss-Syndrom unterwegs. Bedeutet, ich bin wieder hochnäsig geworden. Und muss ein bisschen aufpassen. Ja, das habe ich mir gedacht. Hi. Und hinter mir dreht sich schon wieder was anderes. Oh!
Oh, 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 oh. Au, okay, Mist. Oh, dumm. Das ist die nervigste Attacke von allen Attacken, die jemals existiert haben. Man kommt da auch nicht weg, ne? Die ist auch 1:1 geklaut aus Bloodborne und so, aber so ist es halt. Hey, was bist du denn? Da ist was Feines drin. Kopf einer großen Rohrzange, Griff einer großen Rohrzange. Ja, nehme ich. Hast du nach dem Flammenboss Veninis Puppe gefunden? Veninis Puppe? Ich bin mir nicht sicher. Da ist halt so ein komischer Butler, steht da halt rum. Meinst du den? Ich glaube, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Das hatte ich dann, glaube ich, vergessen. Oh. Ey, das... Oh, was war man die an? Das ist aber auch ein bisschen dumm. Weil... Man kann auch diese Kisten anvisieren. Jetzt bin ich gerade in die Kiste reingerannt, weil sie anvisiert war. Das ist natürlich Quatsch mit Soße, ne? Ich glaube, da oben... kam ich da oben lang, ja. Und da bin ich da rüber. Das heißt, da oben haben wir, glaube ich, schon alles... angeguckt. Wobei die Seite, da ist nichts oben, ne? Geht's hier weiter? Kann man das zertrümmern? Ja, da ist sogar ein Johnny drin. Aha. Hat er sich da versteckt? Hat er da gelauert, gelungert? Ach du grüne Neune. Okay. Ach du grüne Neune. Okay. Aha. So. Dann komm mal her hier. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ach. Oh, das war gemein. Nein, 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 nein! Oh, ich hasse es so sehr! Warum macht er denn den Rotboy? Ach, wieso machst du den Rotboy? Warum? Da war alles verloren in dem Moment. Eieieiei. Ich hab gedacht, das kriege ich schon hin. Dann mache ich 3 Angriffe und dann ist er Moose und dann sowas. Ah, ja. Da kannst du halt nichts machen, ne? Wenn der. Ich bin in. Er hatte den aufgeladenen Schlag und den macht er dann. Komme, was wolle. Macht er den zu Ende. Ganz ehrlich mal, diese Puppe, ne? Ich find's halt ein bisschen traurig, weil. Die sitzt da wie ein Waisenkind. Und. Der eigentliche Gedanke hinter dieser Puppe. Ist ja, dass es auch Kinderpuppen gab. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, warum gab es mal Kinderpuppen? Dann gab es natürlich Kinderpuppen A für Menschen, die vielleicht keine eigenen Kinder bekommen konnten oder wollten, aber B gab es 100% auch Kinderpuppen für Eltern, die ihr Kind verloren haben und die in ihrer Trauer sich so eine Puppe haben machen lassen. Und jetzt sitzt diese Puppe, die ja überhaupt nicht aggressiv ist, sitzt da, ihre Welt geht vor die Hunde. Es ist alles in all, diese Puppe strahlt so viel Traurigkeit aus und die sitzt da einfach nur, deswegen macht die auch nichts. Die sitzt einfach nur... Einfach nur traurig. Hm. Müssen wir die alle nochmal machen, ne? Kann man da oben
So, hier rechts ist jetzt gleich einer. Das war Quatsch, da hab ich daneben gehauen aus Versehen. Da hab ich da direkt wieder was von meinem Schatz verloren, ne? Weil ich Schaden genommen hab. Die Atmosphäre ist schon nice, wie das Gestein da so runterbröckelt und so. Oh, ey, dass man hier wirklich, das ist quatsch nervig, dass man da alles anvisieren kann. Ich kann ja auch von hier oben, ne, kann ich nicht runterspringen. So, jetzt lass ich mir überlegen. Von wo kann ich runterspringen? Es muss ja eine Möglichkeit geben, auf den rauf zu springen. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht von da auf die Kiste kann man nicht. Da in der Mitte darf ich nicht. Ich könnte den natürlich auch immer so in diese Fässer reinlocken. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie sein Bewegungs... Tetanus, könnte ich von hier einen gewagten Sprung auf seinen Kopf unternehmen? Au, dumm. Volles Gesicht. Aufpassen wegen Überhitzung, ne? Oh, was ist das gewesen? Ey. Ich bin mal ein bisschen... Oh, shit. Hallo? Was ist das denn? Wie sind ich mit meinem super stark? Trägeramulett, okay. Jetzt haben wir 5000 Mark. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt nicht so... schwenderisch sind. So, hier ist doch wieder der andere Blöbel. Geile Sägegeräusch, oder? Rambojan, herzlichen Dank, Rambojan. War ich das letzte Mal? Bin ich hier nicht mehr reingegangen in diesen Schuppen? Warum das denn nicht? Naja. 5269 Mark. Passt das von der Lautstärke? Ja, ne?
Guck mal, super, hier ist so ein... Das habe ich mir nämlich erhofft. Sehr gut. Wir reparieren den Stargazer. Und nutzen ihn. Werden kurz zum Lager gehen. Und ein Level oder zwei genießen. Das ist gut. Und wieder eine lange Reise. Hallo, ich bin hier, um mir ein oder zwei Level abzuholen. Machen wir das erste Mal natürlich Entschlossenheit. Oh, Mist. Ah. Na, okay. Habe ich vielleicht einen 1000 Euro Glitzerstein in der Tasche? Oh, warte mal. 100 und... Oh, 300. Na, okay, das bringt mir gar nichts. Schade. Ja, das war jetzt ein bisschen underwhelming, ne? Für ein Level, aber okay. Mondscheinstadt. Oh, schau mal, das sieht mit diesem Brunnen und so, ne? Das erinnert mich wirklich an diese verfaulten alten Bloodborne-Ortschaften, wo diese Hexen hausen. War das Bloodborne? Oder war das Dark Souls? Ich glaube, es war Bloodborne. Mondscheinstadt. Hallo Freunde, ich bin da. Oh. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Hm. Oder diese Krankheit, ne? Also es gibt ja die Puppets und dann gibt es ja noch so eine Krankheit. Wow, oh, das sieht schon wirklich richtig gut aus, das Spiel. Oh Gott. Ja, Hauptsache du bist nicht so ein Stech. So ein Stechbauer. Wenn der mich nur von oben haut, ist das kein Problem, aber wenn die dann so auf mich zurennen und ich dann keine Chance mehr habe, auf die Beine zu kommen, das ist der allernervigste Angriff. So, wollte ich es gerade leuchten sehen. Da. Na, warte mal, da muss ich doch... Da muss ich doch hinkommen. Ja, ja. Hier, versteckt. Guck. Und hier kann ich mich sogar nochmal droppen lassen. Und komme dann auf die andere Seite. Das ist irgendwie eine kleine... Abkürzung. Die wir jetzt entdeckt haben. Ich schaue erstmal von der anderen Seite. Weil ich komme ja nicht zurück, ne? Wenn ich mich da einmal droppen lasse, komme ich nicht zurück. Deswegen gucken wir erstmal, was hier noch so ist. Bevor wir uns dann da über diesen Baumstamm wagen. Hi! Oh Gott, das ist ja eine riesige Keule. Oh Mann, 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 ich wollte ihn mal schön hier... Okay, alles klar. Ja, 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 dann kommt mal mit hier. Ist ja gut. Wieso lebst du noch? Ey, ey, na, 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 genau die meine ich. Da, du Mieses. So. Kann auch ein Akkuschrauber sein. So. Der schmeißt mich ganz feige von da hinten. So, ich komme mal zu dir jetzt. Kommst du runter oder was? Ja, das ist aber nett. Dankeschön. Oh, ah, den hat er noch losgeworden. Ist er noch losgeworden. Okay. Komm ich da nicht hoch? No. Dann ernten wir mal den Brunnen. Was ist hier drin? Ein Sägeblatt. Jetzt nicht weiter. Das war... War das hier eine Kirche? Was meint ihr, was das mal gewesen sein mag? Das ist eine sehr kleine Kirche, ne? Welchem Zwecke diente dieses Haus? Na, vielleicht doch keine Kirche. Die
Dönerbude, ja, das kann natürlich auch eine Dönerbude gewesen sein. Auf jeden Fall mal keine richtig großen Häuser, ne? Kein besonders reiches Dorf gewesen. Guck mal, da unten kann man nämlich auch wunderbar hin. Ey, ey, warte doch mal kurz bitte. Ich guck mir hier ja gerade Immobilien an. Termit. Oh. Hey, ja. Da wäre ich runtergefallen. Also ganz kurz. Da komme ich auf jeden Fall. Da ist noch der Baum. Über den Baumstamm komme ich da runter. Oder wenn man halt einfach lumpig ist und hier runterfällt. Dann auch, aber. Ey, das. Nee, das sehe ich nicht ein. Ich bin voller Wut. Ich habe einen richtig guten Sprung hingelegt. Das ist unerklärlich, weshalb das nicht gereicht hat. Jetzt falle ich hier runter, so nach dem Motto: so. Was ist das? Ey, hey, 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 hey! Nein! Bleib bei mir! Aha! Yeah! Die sind zum Glück nicht ganz so flink wie diese blauen Salamander. So, nochmal ganz kurz. Jetzt bin ich ja so panisch hinter denen hergelaufen. Hier gibt es ja noch diverse Sachen zu entdecken, ne? Nö. Das sieht ja aus, als wenn hier irgendwas wäre, ne? Aber ist hier nicht. Da kann man auf jeden Fall runter, hoch kommt man nicht wieder. Man kann ja in diesem Spiel nicht wirklich klettern. Aber es ist eine Option, runterzukommen. Super viele Fässer. Dann geht's da noch weiter. Wir müssen eigentlich nochmal wieder hoch, ne? Dass wir dann auf die andere Seite kommen, beziehungsweise hier kommen wir dahin. Bevor ich da unten weitergehe. Gucken wir uns auf dieser Seite nochmal um. Ah, da bist du. Hinterher, ich hab dich gesehen. Wir sind uns schon einig, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was da gerade passiert ist, oder? Ihr seid auf meiner Seite, oder? Das ist einfach so eine quatschige Soße. Einfach, das ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Unfassbar. Das gibt Ärger jetzt. Ich bin voller rasender Wut. Naja, gib mir noch ruhig einen kleinen, das ist mir egal. Ey! Ah, oh, dieses Wechseln ist nicht so einfach. So, jetzt habe ich es auseinandergezogen. So, jetzt ist hier Schluss. Jetzt tänzel ich um dich rum. Oh, juhu! Und wenn du nicht damit rechnest, kommt der entscheidende Schlag. Diese freche Bande hier. Sind das ehemalige Farmhelfer. Hier ist der örtliche Dorffriedhof. Ja, das ist schon recht prächtig, muss man sagen. Da haben sie nicht gespart. Überall sind diese zwei Säulen fehlen hier überall an derselben Stelle bei diesen Gebäuden. Das scheint mir die Schwachstelle zu sein. Wer war der Architekt? Wahrscheinlich der Sohn des alten Architekten. Der war ja der alte Architekt. Der war noch relativ talentiert und hat das Ding ordentlich hier gemacht. Und dann hat er, wie das früher so üblich war, seinen Sohn in seinem Handwerk anerlernt. Und der hatte aber überhaupt kein Talent, war ein fauler kleiner Kasper. Und der hat hier diese ganzen Gebäude derartig verhunzt, dass... die hier alle an derselben Stelle zusammenbrechen. Aber hey, es gab halt keinen anderen Architekten. Und er war auch ein bisschen großmäulig unterwegs. Nein.
Aber die Zeit hat ihn dann irgendwann entlarvt. Jede Maske hält nur so lang, wie die Zeit gnädig ist. Zack. Was haben wir hier? Korrosionsbeständigkeitskonverter. Das sind so richtig deutsche Namen, ne? Korrosionsbeständigkeitskonverter 1 nach DIN 4 vom TÜV Nord abgenommen. Das Sägeblatt. Was ist das hier für eine Vorrichtung? Aha. Was ist denn das? Wer hat sich das denn ausgedacht? Welchem Zwecke diente dieses Falltor? Was hat sich der wahnwitzige Architektensohn dabei gedacht? Hat er irgendwelche Fantasien ausgelebt? Geht's jetzt hier hoch? Hier waren wir ja durch, da kamen wir ja her. Dann schauen wir mal hier weiter. Was ist das da hinten? Ist das so eine Art hier Lift? Wie heißen die? Skilift oder so? Hier ist ein Wasserfall hinter. Ah! Hi! Du willst Geld dafür oder was, dass du mich transportierst, obwohl dir das hier gar nicht gehört. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. Ja. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? What? Nee. You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved. If I let you go up there, that will only compound my sin. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Child. Hey! Only the word. Was ist denn das für eine Nummer? Okay, ja gut. Okay, ja, meine Waffe ist zu langsam gegen diese schnelle Persönlichkeit. Eieieiei. Das war ja mega mies. Wo war denn der Punkt? Okay, was ist das für ein seltsamer Move? Oh Mann, bin ich doch ausgewichen. Hilfe, ich hänge fest. Oh. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Okay. Oh, das war ja wieder so eine Gemeinheit einfach. Ach, meine Waffe ist nicht geschliffen. Ah, ja, das war natürlich super blöd.
Meine Waffe war nicht geschliffen. Jetzt muss ich wieder da ganz hinten anfangen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, darauf zu achten, ehrlich gesagt. Konnte ich deswegen diesen Superangriff nicht machen, ja? Warte mal ganz kurz. Ist das hier der kürzeste Weg überhaupt? Oder geht das noch ein bisschen kürzer? Warte mal, bin ich hier oben lang oder unten lang? Ich laufe einfach mal. Wie die hier alle. Hier und dann rechts, oder nicht? Ja. Ist die jetzt schon Geh mal wieder weg da. Gibt nichts zu sehen. Habe ich die jetzt schon mit meinem Super? LB plus X. Wow. Geil. Nice. So. Jetzt habe ich auch wieder eine voll aufgeladene Waffe. Komm her. Okay, da ist sie erst. Oh, die ist einfach schnell. Okay. Die hat Verfall. Ja, bei der immer nur ein Schlag. Oh, warte mal, ich kann sie von hinten. Da. Das habe ich gar nicht gewusst. Geil. Warte mal kurz. Warte mal, ich will dich jetzt mal von hinten. Relativ kurze Zeitfenster. Oh Gott, ich bin aber auch echt zu frech. Krieg ich nicht hin. Oh Gott, ist das dämlich. Und wo jetzt? Wo? Jetzt hier? Alter Schwede. Sikorsky! Schlüssel für die Seilbahn, Maske der Gesühnten. Ja, okay. Was haben wir gerade erhalten? Diese Maske da. Was kann die denn? Die Technikkurbel. Ja. Dann hier haben wir. Das ist neu. Da Standard-Korrosionsabschnitt, den haben wir gar nicht eingebaut.
Ah, okay, Säure. Hm, verstehe. Der ist gegen Säure gut, wahrscheinlich. Hätte ich den gerade gebraucht, weil sie mit Säure gearbeitet hat, oder wie ist das? Den hab ich doch vor ihr bekommen schon. Hätte ich mal direkt ausnutzen sollen, ne? Hab ich nicht gemacht, so. Diese Maske hier. Die alte Hundemaske, die von den Gesühnten getragen wird. Sie riecht nach Bedauern darüber, dass sie Menschen nicht retten konnten. Sie führte die Menschen ins Land der Toten statt in einen Unterschlupf. Die Stalkerin war dem unverschämten Tod entkommen und schwor der Rest ihres Lebens in Ruhe zu sein. Ja. Können wir anziehen, ne? Wenn wir wollen. Ich weiß nicht, es bringt uns gar nichts, außer dass wir jetzt aussehen wie Kommissar Hunter. Ich finde uns ja... Ich weiß nicht, was das sonst bringt. So, wir kommen mal, pass auf, wir können doch jetzt... warte. Hier ist das, ne? Da. Oh, warte, was hatte ich jetzt dafür abgelegt? Hä? Warte mal. Habe ich nur eine Alternative? Was? Jetzt kann ich ja beide tragen. Oder wie, oder was? Ja, wird schon hoffentlich irgendwie gut und richtig sein. Was ist bei den anderen Sachen hier? Was ist da noch? Ach so, die habe ich ja beide. Nee, warte, das ist die ich nicht jetzt... Okay. Die haben wir, die tragen wir gerade, ne? Und die könnten wir nehmen. Gewicht ist höher. Physische Schadensreduzierungsrate ist höher. Das Ding ist schon besser. Glaube ich. So, und jetzt... Da muss ich einmal so machen. Ich habe das gerade völlig verplant. Ich dachte, das wären diese drei Ausrüstungsmenüs. Aber sind sie ja überhaupt nicht. So, jetzt müsste es richtig sein. Das habe ich gerade ein bisschen verplant. So, Freunde. Bevor wir jetzt hier hochfahren und uns mal in Ruhe angucken, was uns da oben erwartet. Werden wir eine klitzekleine YouTube-Pause machen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr an dieser Stelle Nachrichten für Pi hinterlasst. Hat er sich gut benommen? War er artig? Wie habt ihr den Bosskampf gesehen? Was gibt es noch zu verbessern? Was habe ich bislang verpeilt? Was muss ich noch nachholen? Schreibt mir das in die Kommentare, sei nett. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir diesen Lift hochfahren, was sich wohl dahinter verbirgt. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.